Nächste Halt, Ziegelstein. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien. Egal, machen wir es doch nochmal. Was soll's. Ist ja leider jetzt der geschlossene, aber... Sitzen wir jetzt so blöd. Hauptbahnhof, halt, da müssen wir eh wieder umsteigen. Gott. Ich werde ein bisschen später zu Hause. Egal. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich hier was keinen Schmidt, kein Hoffmann reinbauen, weil. Naja. Also das war ein Stück, was beleuchtet ist hier. Und es ist alles dunkel. Warum auch immer. Besser wäre sowieso alles an. Nächster Halt, Nordostbahn. Einsteigemöglichkeit zur Regionalbahn und zu den Buslinien. Letzter, Nordostbahn.
Sind wir jetzt wirklich schon 5 Minuten drin oder nicht? Oder habe ich schon wieder geschlammt? Ich hoffe, ich habe nicht schon wieder geschlammt. Sonst darf ich nochmal schneiden. Nee, ich kann gar nicht geschlammt haben. Laufe ich dann Alten über den Weg. Ja, mal schauen, wie die aus der Arbeit rauskommen, aber das schaffe ich zeitlich immer. 2 Minuten ist schon 20. Und die kommen ja nie pünktlich raus meistens. Ich schneide es aber dann Handy dann schnell zusammen. Glaube ich besser. Würde ich nicht. Was also muss ich dir halt erst wieder auf den Laptop ziehen? Richtig. Bildschirm siehst du einfach viel mehr, was rein gehört, was nicht. Geht halt dann schneller für mich, bevor ich das erst auf den Laptop kopiere. Wobei, mal schauen, wie ich Lust habe. Muss ich halt den USB anschließen. Außer also Laptop wird eigentlich so laut, wenn er läuft. Im Gelüfter. Das ist halt der Vorteil bei mir. Ich stecke das einfach in mein Notebook. Und dann habe ich es automatisch drüben, wenn es synchronisiert wird. Innerhalb von Sekunden. Komplett. Wenn man nicht auf die nächste U-Bahn warten kann. Punkt. Da würden nämlich die LED-Streifen auch nichts bringen. Bei solchen Leuten. Sag ich jetzt extra laut. Sag ich gleich, in der U-Bahn wird nicht geraucht. Ich meine hier auch. Und schon wieder einer reingesprungen. Interessiert die überhaupt nicht, ob da Streifen sind oder keine Streifen. Und wir haben einen Bildschirm, der anscheinend defekt ist, der ist schwarz. Renn weg oder renn weg? Wie gesagt, wenn die Leute noch beim Türschließen reinspringen, das bringt denen, dann bringen die LED-Streifen gar nichts. Das ist den Leuten ja eh wurscht, wie du schon sagst. Ich finde es ja sowieso übertrieben, warum soll man auf solche Leute Rücksicht nehmen mit Sicherheitssensoren und sowas? Und ich finde so, die Türsensoren sind sowieso übertrieben. Die sorgen nur für Störungen. Heute Mittag war auch wieder eine.
wo ich losgefahren bin. Fünf Minuten zu spät wegen Türstörung. Aufgrund eines technischen Defektes müssen Sie mit Verspätungen bis zu 5 Minuten rechnen. Sind wir doch gleich am Hauptbahnhof, Gott sei Dank. Mal schauen wir mal, ob wir da nochmal Glück haben oder nicht. Ich steige dann sowieso nicht bei Hassenburg aus. Ich würde dann gleich bis Langwasser wieder durchfahren. Dann haben wir noch keine Pizza. Um der Uhrzeit, ich gebe dir eine. Um der Uhrzeit halte ich mich jetzt für nimmer auf. Dann möchte ich dann auch dann langsam bei Hamm sein und dann noch was anschauen. Ah, kannst du morgen doch. Können wir beim nächsten Mal nochmal gucken. Wir können uns bestimmt nochmal treffen, oder? Ja, weiß ich nicht. Müssen wir dann bloß eine Fahrkarte raustun? Das nächste Mal, wenn nichts geplant ist. Lass uns nochmal schaffen. Vielleicht schaffen wir noch was Kleines zu essen. Irgendwie. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit, Zug 1, zur Straßenbahn, sowie zur Regional-, Fern- und S-Bahn. Vielleicht eine kleine Salami-Pizza? Die Sucuk ist sehr zu empfehlen. Vor allem ist die Pizza direkt neben der U-Bahn-Station, also kann man jetzt viel zu laufen da. Ja. Das macht mich daneben. Aber würde ich sowieso ohne Salat essen, wenn es ein Restaurant ist? Kannst du auch mitnehmen, die Pizza. Kannst du anpacken lassen und mitnehmen. Um der Uhrzeit wollte ich jetzt auch das dann auch nicht mehr essen, so viel. Weil das ist dann so viel. Zu das viel. Ist auch so. Gut. Warten wir noch auf die Ausfahrt ein bisschen. Schon wieder einer beim Türschließen rein, dass die Tür wieder nicht zugeht. So.